gemacht. Und ich habe auch schon einen gesehen. Deswegen gehen wir mal. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Let's Play The Wolf mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, ich bin Platz 18 im Wettkampf geworden. Geil. Ja. Des Weiteren kann ich heute eine Quest abschließen. Rudelpunkte habe ich 78. Ich muss mindestens 40 Punkte beitragen, Leute. Deswegen gehen wir erstmal um den Posteingang. Ja. Wir gucken nach Missionen. Was sind unsere Quests, unsere täglichen? Töte 10 schwarze Viehfresse. Töte 2 Champions auf der Karte legendäres Gebirge. Ich würde sagen, das passt ganz gut. Dann gehen wir mal ins legendäre Gebirge und schließen diese Quests ab. Weil wir müssen sowieso im legendären Gebirge ganz viel machen. Und die Layla ist online. Grüße gehen raus an die Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler. Alles klar. Ja. Wie gesagt, momentan, normalerweise, ich hatte ja bisher immer eigentlich angedacht, dass 2 Folgen von The Wolf rauskommen, aber auf zeitlicher Basis ist das für mich nicht machbar, weswegen wir nur noch einmal die Woche mit einer Folge weitermachen. So wird sich das jetzt per ein bisschen in die Länge ziehen, aber das sollte eigentlich nicht schlimm sein. So, und ich habe schon tatsächlich ein paar Missionsziele entdeckt und die laufen da hinten rum. Da müssen wir nämlich jetzt mal hinrennen. Wir rennen deswegen einfach mal vorbei und greifen die schwarzen Viehstraße mal an. Immerhin bringen die uns Punkte, die wir brauchen. So, ohne uns am besten nicht in die Ecke zu machen. Ja, alles klar. Okay. Auf 4000 Meter. Okay, die Mission haben wir fast abgeschlossen. Aber wir müssen dem Flusslauf sowieso ein Stückchen folgen, weil wir ja jetzt auch den Rest des legendären Gebirges erkunden wollen. So. Ja, das hat ja super funktioniert, Leute. Tun wir mal einfach so, als wäre das nicht geschehen, denn wir müssen jetzt weiterhin noch rennen. Ich lasse die Adler jetzt mal Adler sein. Ich kann mich mit den dreien sowieso nicht anlegen. Deswegen rennen wir mal einfach an den Adlern vorbei. Da hinten sehe ich noch 2 Viehfraße. Ja, Nasenbär, lass mich in Ruhe. Autsch. Da sind Happy Hippos, aber auch die lassen wir hinter uns und rennen an ihnen vorbei. In Richtung der Viehfraße, die wir natürlich jetzt alle ermorden wollen. Hier, das sieht gut aus. Jawoll. Sehr schön. Ganz viele ETs, aber mit denen will ich auch nichts zu tun haben. Lassen wir einfach mal IT sein, weil wir müssen nämlich jetzt da das Gebirge hoch und gucken mal, ob wir noch weitere Viehfraße finden. Und ich sehe schon einen, das ist super. Die Mission wird heute bestimmt relativ einfach sein. Also auf geht's. Genau, wir haben die Hälfte der Viehfraße schon eingefangen. Rennen jetzt mal auf der anderen Seite in Richtung Gebirge und gucken mal, was uns erwartet. So, währenddessen erhöhen wir mal ein bisschen hier die Punkte, weil, ne, ist ja auch wichtig. Sonst, ja, werden wir wahrscheinlich in Zukunft etwas schwächeln. Ich habe tatsächlich auf Game momentan nicht weitergespielt die letzten Tage, weil... Jau, lass mich doch durch! Oh.
Form aus dem Champion. Einfach. Die Gruppe Bergziegen nehmen wir auch mal mit, würde ich sagen. Das war nochmal krasser Move, ne? Und eigentlich cool, ich muss dir auch voll sagen, dass ich mehr der krasse bin. Aber ich renne jetzt erstmal vorbei in Richtung der schwarzen Kiesstraße, die uns da vorne erwarten. Wir warten eben, bis wir uns aufgefüllt haben. Und dann... Niggern! Digga! Das war das Volk, Alter. Das hatte ich auch schon gehört, aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Das ist mir nur komplett auf den Deck gegangen. Warum greift mich dieser fucking Vogel auf einmal wieder an? So, wir brauchen noch zwei. Oder, nee, einen sogar noch, oder? Ich weiß es nicht. Einen brauchen wir noch. Und ich habe auch schon einen gesehen. Deswegen gehen wir mal unter die Höhle und dann holen wir uns den letzten Kiesfass, den wir brauchen, um die Mission abzuschließen. Na bitte. Aber wenn wir uns mit ihm schnell ins Rudel hier reinschauen. Deine Punkte 34. Okay, ich muss noch eine Mission abschließen. Das ist die Punkte bekommen, mein Gott, was ist denn los? Das ist keine Ahnung, ne? Wer ist überhaupt noch da? Das muss man mal jetzt machen, ne? Rotus ist auch noch da, das ist geil, ja. LOL! Hä? Das ist ein Foxy! Alles klar. Irgendwie ein Klon von mir, aber Grüße gehen raus. Ja, und währenddessen suchen wir auch noch weiter nach Karten. Mano! Und wir werden wir gespawnt. Ich muss in der Nähe der Kiste, da haben wir uns gezeigt, dass wir noch nicht gespawnt. So, der mitten in der Kiste. Wir haben jetzt, uns fehlt nicht mehr ganz so viel. Ja, wir hauen jetzt hier aber eins nach dem anderen zu. Drei. Nein, fliegen lass mich bitte durch. Ich hab nicht meine Fähigkeiten, das alles zu töten. Champion, ja, ein Tipp. Oh! Eine Kugel flog sogar, das muss ein legendäres Item sein. Jo, alles klar, what the fuck? Nein, 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 nein. Ja. Ja, what the fuck, was geht hier ab?
Alter! Mann. Da sind wir noch nie runtergegangen. Nee, runter gibt's da auch noch einen. Da gibt's da auch noch einen. Ich bin hier noch nie gewesen, ne? Das ist ein kaputtes Spiel. Bella ist ein Start, Bella nicht. Ja, komm, wir rennen der Bella mal hinterher und gucken mal, ob sie einen Champion findet. Das wäre natürlich super. Ja, okay, wir haben die zweite Mission jetzt abgeschlossen. Aber natürlich weiter auf der Suche nach, nach guten Wesen. Wieder 3000. Ja, wir uns fehlt nicht mehr viel. Aber ein Champion habe ich immer noch. No. Verdammt. Ich bin schon wieder getippt. Und das gibt's doch nicht. Aber ich hole mir den, der hat gute XP und dann liege nämlich jetzt bei 1000 und 1.098.000 Erfahrung. Eine neue Fähigkeit ist verfügbar. Absolut! Oh mein Gott! Ich habe auch einen Stromschlag jetzt. So, die holen wir jetzt uns einmal ab. Die Kette. So. Und dann würde ich sagen, rennen wir mal zu ein paar Tierchen und testen diesen Stromschlag mal aus. Let's go! Der ist ja übelst OP. Okay, jetzt brauchen wir 1,8 Millionen. Das ist. Boah, das wird anstrengend. Unmöglich ist es natürlich nicht. Und wenn ihr übrigens keine weiteren Folgen von The Wolf verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Fangen wir mal gleich an. Keine weiteren Videos. Und wenn ihr mitspielen wollt, dann macht das. Kartal, Grüße gehen raus an mich. Okay, den Schuss probieren wir jetzt mal bei einem so starken, machtvollen Besen aus. Das Ding hat aber nichts gebracht. Hier weggeschüttet. Also, nichts gebracht. So schnell könnt ihr drauf gehen, Leute, das seht ihr. ja, wir suchen aber immer noch weiter nach einem Champion. Ich habe bisher noch keinen gesehen. Etwas mehr. Dafür. Die 13 Tiere über Nacht. Oh, jetzt haben wir die nächste Mission abgeschlossen. So, wir holen uns hier trotzdem alles immer schön weiter, ich meine, ne? Also an sich, die Fähigkeit sieht schon geil aus, ne? Ja, ich höre es. Das sind Zeiger, die greifen wir jetzt auch mal an. So, aber erstmal muss ich den Stromschlag einmal verstehen. Mal gucken, ob ich damit einen Zeiger töten kann. Das ist ja jetzt mal interessant. So, Angriff.
Nein, das liegt an Bacardi. Rache! Rache ist Blutwurst, Leute. Außen bringen wir 5000 Eier. Das ist ganz gut. Aber ganz ehrlich, so geil ist diese Fähigkeit für mich gar nicht. Ja, die nehmen wir erstmal. Ich möchte die vampirische Überkopfklaue auch nochmal kaufen. Und dann gucken wir mal, was die kann. Alter! Die ist ja wirklich okay. Damit haben wir die nächste Quest abgeschlossen. Gucken wir mal kurz ins Rudel rein, was das Rudel sagt. Wir brauchen 300 Punkte. Ich habe jetzt davon knapp das meiste davon gesammelt. Es war wohl kaum noch einer da diese Woche. Schade eigentlich. Boah, was ist denn hier? Lemurenversammlung? Ja gut, ne? Warum nicht? Ja, wir können uns jetzt für 27 etwas mehr Gesundheit holen. Oder ich verbessere gleich halt noch ein weiteres, meine Artefakte, was ich wahrscheinlich eher machen werde. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Die bringen jetzt zum Beispiel nicht mehr so viel. Weil die halten ja auch so was raus und machen was da. So. Wir rennen mal wieder runter und gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Ja, nebenbei so ein Lemur mitnehmen ist doch auch gut. Töte 10 Vielfach der Stufe 72, alles klar. Im Leben erreicht. Also finde ich Teil mit Stufe 72. Im Leben. Aber wir haben schon wieder 116.000. Das ist doch auch was Gutes. Ja gut, ne, aber immerhin, wir haben... So, den nehmen wir auch mit und gucken mal weiter. Hier muss es doch bestimmt noch was geben, was uns was bringen könnte. Ah.
Euch verpasse ich jetzt, euch werde ich jetzt. Ach komm, als ob die mich nochmal killen. Kann doch nicht sein, dass die mich jetzt schon wieder gekillt haben. Super. Also Fähigkeiten und so ist jetzt echt nicht ganz so geil. Gucken wir mal, was Toxin kann. Ja, auch geil, aber nicht ganz das, was ich eigentlich suche. Wir bleiben mal tatsächlich, ich bleibe wirklich jetzt da beim vampirischen Überleben. Gut so. Alter! Grüße gehen raus an Blumenberg. So, haben wir noch irgendwas Interessantes hier heute? Also wir hatten nur ein paar Biber, aber ich hab das ja nicht gefunden. Aber manchmal wollen sie es halt nicht. Ja. Bye. Ja, wie gesagt, hier ist eigentlich nichts mehr interessant. Es ist heute eine ganz ruhige Runde. Ist ja auch mal schön. Ja, okay, Wolf. Ich hab verstanden, dass du die Jagd bist, aber du musst nicht mit Stein rennen. Der bringt 2000. Ey, das läuft aber gut. Wir sind schon bei 192.000. Wenn das so weitergeht, dann... Ja. Ja, läuft das doch ganz gut. So, Leute, ich denke, dass wir jetzt auch genug gemacht haben für heute, weil eigentlich viel gibt es jetzt nun auch nicht mehr. Lass uns mal zum Schrein gehen. So, und dann zerlegen wir erstmal alles. So, dann verstärken wir jetzt mal was hier. 5000, wir haben nicht genug von denen. Wie wär's da?
damit geht der. Ja, den können wir verstärken. Dann machen wir das mal. Let's go. Bis das fertig ist, ja, dann sind wir schon im nächsten Part. Deswegen erhöhe ich jetzt mal schnell meine Gesundheit nochmal. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, haut rein, macht's gut und tschüss.